Ja, moin, meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Final Fantasy und wir sind derzeit ja dabei, die Plejaden zu besiegen, die Diener des dämonischen Duos. Und wer ist das dämonische Duo? Das haben wir in der letzten Folge rausgefunden, als wir Bahamut besiegt haben. Und zwar sind wir das dämonische Duo und wir haben natürlich damals in unserer Vergangenheit, an die wir uns ja nicht erinnern konnten die ganze Zeit, haben wir ja viele Beschwörungen gesammelt oder Miragen gesammelt. Und wir galten als das dämonische Duo, was nicht so ganz zutreffend war, wurde auch dann von Aon gesagt. Aber wir sind back in Biz und sammeln gerade wieder unsere ganzen Dämonen zusammen oder unseren Plejaden. Das sind sozusagen die legendären Beschwörungen. Und wir haben jetzt Bahamut, also die mächtigste in meinen Augen. Und wir haben den Leviathan. Und in dieser Folge wollen wir den nächsten fangen. Und der dürfte wieder ein bisschen einfacher sein als Bahamut. Ich weiß aber nicht genau, welcher es ist. Das steht hier immer nicht. Ah, wobei, doch, Diabolos. Als Shelk zu Ohren kommt, dass Balam Garden Tag ein, Tag aus von allen Dämonen heimgesucht wird, macht sie sich kurzerhand auf die Suche nach dem Übeltäter. Und prompt geraten die beiden auch schon bei seinem allernächsten Besuch aneinander. Hier kommt Diabolos. Diabolos, ich gehe bei Diabolos sogar davon aus, dass das vielleicht ein Feuer, eine Feuerbeschwörung ist. Und mit einer Feuerbeschwörung könnte ich natürlich vielleicht mal den Leviathan einsetzen. Das wäre eine Option. Den haben wir ja bisher noch gar, oder habe ich bisher noch gar nicht eingesetzt. So, wir schauen mal. Do you believe it? Of course I don't. All right. Then what do you think this alleged demon really is? Do you mind looking into it for me? All the sightings so far have been reported to be around the same hour. Es wird interessant. Es wird interessant. This demon that's appearing. I wonder what it could be. Oh, so I'm a demon now. What a fascinating allegation. So, level with me here. What do I look like to you? Okay, das ist Diabolos. Dann ist er, glaube ich, kein Feuer. Ich glaube, der ist auch so Dunkelheit oder Dark oder. Yes, I know who you are. You're one of the Demon Dyad servants from a century ago, Diabolos. I'm a what now? Oh, I see. So Grimoire decided those two were demons, huh? But how does them being demons make me a demon too? They're servants. So then tell me why you. Wie sie alle rumzicken, ey. You know why I've come. A servant of demons has no purpose but this. Furthering the chaos. Then I must punish you in the keeper's absence. Und wir werden ihr dabei helfen. Oh, I'm so scared. Not. Wir werden ihr dabei helfen, genauso wie wir den anderen auch schon geholfen haben. Wait. What? You're facing us now. Huh? Oh. It's you two. What are you doing here? Oh, you know, just butting in to help? Yeah, what Rain just said. We're rearing our ugly ends. What does that even mean? Wait, where am I? What strange place have you taken me? Ha, we've got him sweating now. No matter. Let's see if either of you runs is still any good. Ohne Scheiß, der klingt ein bisschen wie Batman. Ein bisschen wie diese komische, übertriebene Batman-Stimme. Naja, wir werden jetzt auf jeden Fall unser Glück versuchen. Was ich direkt erstmal ausprobieren werde, ist Nihil. Ich vermute, dass es gegen ihn auch sehr effektiv ist. Das heißt, wir können auch gegen ihn Nihil immer schön draufballern, beziehungsweise Nihil Ra. Und dann werden wir den auch ganz gut down kriegen. Da bin ich guter Dinge. So, Albtraum. Jetzt hat er uns in Schlaf versetzt. Aber er wird uns wahrscheinlich mit dem nächsten Angriff wieder aufwecken. Das ist gut. Dann können wir ihm direkt wieder einmal eine verpassen. Hier, zack. Und damit hat er uns beide wieder aufgeweckt. Der scheint echt deutlich einfacher zu sein als die bisherigen. Hier nochmal Nihira. Zack. Wir haben jetzt schon die Hälfte von ihm abgezogen. Außer, dass er uns immer wieder in Schlaf versetzt. Hat er echt nicht viel drauf.
Hab ich nochmal eine Hierayo? Hau raus, Alter. Schon über die Hälfte abgezogen. Und mit ihr werden wir jetzt einmal den leichten Nebel raushauen. Den brauchen wir, um da auch weiterhin standhalten zu können. Und dann haben wir ihn ja auch gleich schon. Wenn er so weitermacht, werden wir nicht mal mehr seine Superattacke zu sehen kriegen. Denn ganz ehrlich, bisher ist das alles andere als schwierig, gegen ihn zu bestehen. Und auch sein Gift haut mich nicht um. Absolut nicht. Och, jetzt schlafen wir nochmal eine Runde. Dann haut er wieder die Giftnägel raus. Dann hauen wir wieder Nihil raus. Womit wir ihn langsam aber sicher fertig machen. Das war's schon. Das war's schon. Meine Freunde, der ist ja so schnell gegangen. Den könnte man als Training benutzen. Mit 75.000 Erfahrung ist das wirklich, wirklich gutes Training. Und guck mal, Bahamut dort unten, er steigt jetzt. Wollen wir uns das wirklich in langsam geben? Er wird steigen und steigen und steigen und steigen. Aber wir haben ja jetzt die Zeit. Ich meine, der Kampf ging schneller als erwartet. Von dem her können wir uns mal eben das Leveln gönnen. Das Leveln des Bahamuts. Wir kriegen 75.000 Erfahrung. Und bisher braucht er noch nicht mal, selbst an dieser Stelle braucht er noch nicht mal 1.000 pro Level. Das heißt, wir haben jetzt gerade mal 10.000 KP vielleicht. 10.000, nee, noch nicht mal. Ansatzweise 10.000 verbraucht. Ich schätze, er wird bis Level 20.000, ja klar. Er wird bis Level 25 kommen. Was sagt ihr? Ah, wobei, es wird jetzt deutlich mehr. Er braucht jetzt deutlich mehr. Aber trotzdem, meine Schätzung, ich bleib bei 25. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr jetzt an dieser Stelle schätzt. Das würde mich mal interessieren. Wie viel würdet ihr jetzt schätzen? Bis welches Level er kommt? Natürlich braucht er jetzt schon 2.000 immer pro Level. Oh. Ja gut, da lag ich aber weit daneben. Alter. Gerade mal Level 17. Aber egal. Ich glaube, bei Bahamut macht das schon ordentlich was aus. Wir können uns gleich mal sein Mira-Board angucken. Aber erstmal geht's hier weiter. Er flucht hier gar nicht. Und er läuft weg. Er verflucht, hier kann ich nicht kämpfen. Und läuft einfach weg. Oh Mann, ey. Die sind alle so lustig, die Beschwörung hier in dem Spiel. Just a dream. A very bad one. Sag mir nicht, wir müssen gegen den sogar nochmal kämpfen. Shulk. Oh, er hat eine that's right. Illusion versetzt. Searching for so long. For me? Of course. You know, when I first heard the news, how you'd fled after becoming an architect, I was so worried. You came after me? But you had it all. You were the exceptional one. I know that Mom and Dad pressured you into it. Becoming an architect. What's wrong? Das ist nur verarscht, Mann. Das ist nur verarscht von Diabolos. The cathedral. The house got so unbearable. We tried, but we couldn't reach you. Mom became sick with worry. And Dad just hid in his bottle. The fire broke out. And then they were gone. What choice did I have? The cathedral was the only place I could think to go to. So then you're telling me you killed Mom and Dad. What? No! You put them in the ground. You were always making trouble for them. You never did them an ounce of good. You grew tired of their scolding. So one day, you made them burn. Oh, wie mies, Alter. I would never do something. But you did. Burn, motherfucker. Burn. That I... Yes. And now that Mom and Dad are no more, my job is to see you punished. No. To atone? Vielleicht holt er die Peitsche raus. I want you dead. Ja, genau. Genau. Auch raus.
Oh, es gibt gleich, es gibt tatsächlich noch einen Kampf, oder was? Whoa, you are the worst kind of sleazy creep. How dare you peep at people's thoughts without asking them? And you think it's okay to twist her weaknesses around when the poor girl doesn't even know what's real? You scum! I'm scum? Wait, hold on. Didn't we settle this last time? Last time? Yes, we did just fight. These things not. Oh, interesting. When he left this place, do you think his memory got some kind of readjust? Alter. Jetzt ist der aber deutlich heftiger. Alter. Da ist wie drei. Und sie darf jetzt einmal leichter Nebel raushauen. Jetzt ist er deutlich schwieriger, weil er auch unsere Schwächen bedient. Und wir ihn so gar nicht mehr treffen. Das ist richtig kacke, Mann. Ätzend. Ich habe aber eine Idee. Leider habe ich mit ihm hier gar keine Attacken, die auf mehrere gehen. Oh Mann, und jetzt eine Mega Mirage zu rufen, wäre auch scheiße. Alter, die Kleinen halten ja auch richtig was aus. Was sind das für Spastis? Ja Mann, den einen haben wir. Wetten, der beschwört die immer wieder, die Kackdinger. Nochmal getroffen. Sie darf gleich nochmal heilen. Definitiv. Ja, leichter Nebel. Triff ihn. Nein. Warum nur ätzen? Dann machen wir das anders. Dann machen wir jetzt Nihil auf den Kobold. Zack, weg ist er. Dann Nihil Ra auf ihn. Der scheint jetzt echt sogar genauso viel Leben wieder zu haben wie beim letzten Mal. Und wir sind nicht mehr blind. Wow. Dann können wir jetzt ja mal Gas geben. Dass wir zweimal gegen ihn kämpfen müssen, damit habe ich echt nicht gerechnet. Aber der Kampf ging ja beim ersten Mal auch richtig schnell. Von dem her geben wir jetzt Gas, dann wird es doch nicht so eine... Oh, das ist eine Ultra-Attacke. Gut, war auch nicht so heftig. Man kann zwar mal einen leichten Nebel machen, aber mehr brauchen wir da auch nicht. So, er braucht kurz eine Pause, hat nicht genug Mana. Jetzt weckt er uns wieder auf mit Giftnebeln. So, wie weit haben wir ihn jetzt schon wieder? Ja, fast die Hälfte. Und dann klatscht er uns wieder. Zack. Kriegen wir gerade keine Heilung mehr? Verdammt. Doch, kriegen wir. Doch, kriegen wir. Kriegen wir, kriegen wir, kriegen wir. Immer wieder ein bisschen Mana sammeln. Alter, die ganze Zeit bringt uns wieder zum Schlafen. Ey. Geht mir echt auf die Eier. Ey. Sie muss mal wieder leichten Nebel einsetzen. Und er muss mal wieder Nihilra einsetzen. Nehmen wir. Hau die weg! Jetzt schlafen wir wieder eine Runde. Sehr gut, mit ihr hauen wir wieder eine Heilung raus.
Und jetzt geht's wieder Schelle. Schelle. Okay, bei ihm hätten wir mal wieder eine Heal reinsetzen können. Alter, der schläfert uns jeden zweiten Schlag ein, ne? Das ist echt ein garstiger Typ. Nein, was war das? Ich Idiot. Das war richtig dumm. Na egal. Hat nicht so viel Mana verbraucht. Gegenstände, Ballonshalter. Volltreffer. Und er ist wieder so geschwächt, dass er langsam down geht. So, jetzt hier nochmal ein Ballonshalter. Nein! Ich Mongo! Das war richtig dumm. So, hier ein Heil. Und... Oh, wenn man Ballonshalter auf den falschen einsetzt, ne? Nervig. Wir haben es aber gleich. Wir haben es gleich. Wir hauen ihn jetzt weg. Sind beide wieder blind? Ja, Mann. Ich glaube, wir sind beide wieder blind. Aber egal. Die Healer kommt. Hat er diesmal Schlaf nur auf einen eingesetzt? Wird er ein bisschen mysteriös hier. Leichter Nebel, zack, alle sind wieder voll. Nihilra. Treffer. Treffer. Warum feiere ich die Treffer so? Weil Dings blind ist. Und somit natürlich nicht sehr treffsicher, ja? Nee, geht gerade nicht. Oh, schöner Volltreffer. Ich glaube, ich versuche es zu beenden jetzt. Zack. Ende. Im Gelände, mein Freund. Diabolo. Haben wir ihn beide Male geschlagen. Diesmal gibt es nochmal 40.000 Erfahrungspunkte. Damit haben wir Bahamut schon fast auf 20. Ja, moin. I lost again. We're fine. You can boss me around like you used to. Well, I don't remember too much about the things we used to have you do, but if you can keep it in check, then maybe. Maybe you can have some fun. Der mit seiner Batman-Stimme. Huh? What just... I might just be imagining it, but if you helped me out, thank you, Rain, Lon. Ja, Leute, damit haben wir auch das Prismarium von Diabolos gefangen. Und ich glaube, den nehmen wir auch mit und dann fliegt halt der Eisengigant jetzt raus. Ich will diese ganzen legendären Beschwörungen dabei haben. Und ich würde sagen, das war's dann auch erstmal wieder mit dieser Folge. In der nächsten Folge fangen wir dann die letzte, die vierte und die letzte dieser legendären Beschwörungen. Und ja, ich würde sagen, das war mal wieder eine sehr lustige Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ja, haut da rein und bis dann. Ciao.